Herzlich willkommen in der Kochwerkstatt. Heute machen wir ein schönes Dessert, ein Klassiker, den wir so ein bisschen verändert haben. Ein Ingwer-Karamellflan mit einem Ragout von Grapefruit. So, was brauche ich dafür? Einmal für unseren Karamellflan Sahne, Ingwer, frischer Ingwer. Lassen Sie sich nicht so vertrockneten Ingwer andrehen, sondern frischer Ingwer, der sieht man auch. Den lacht einen in den einzelnen Geschäften an. Dazu natürlich Ei als Bindestoff, Karamell, den mache ich gleich mit etwas Rotwein, den wir ablöschen. Und dazu ein Ragout aus Grapefruit, dafür brauchen wir Marmelade. Natürlich habe ich die auch selber gekocht im letzten Jahr, wie ich alle Marmeladen selber koche, auch richtig auf den Punkt. Dann, was kommt dazu? Puderzucker etwas dazu und Grapefruit und Limonsaft, aber nicht zu vergessen, unsere wunderschöne Vanilleschote. Wir beginnen also mit der Karamellisierung des Zuckers. Und das ist einfach nicht so einfach, das muss ich auch dazu sagen. Es ist auch etwas gefährlich, passen Sie auf wegen Kindern und so weiter, weil das einen unglaublichen Hitzegrad hat. Zucker erreicht einen Hitzegrad von über 130 Grad an, kurz davor. Und das ist also entscheidend, dass Sie langsam diese Karamellisierung vornehmen. Und wenn Sie nachher den Rotwein anlöschen, Abstand nehmen, und könnte man sich verbrennen. Also, man sieht jetzt, da ist eine Kristallbildung. Jetzt müssen wir die Hitze ein bisschen höher drehen. Nebenbei können wir trotzdem schon mal etwas den Grapefruitsaft hier reingeben, der nachher auch reduziert wird. Gut, dann eben die Vanilleschote noch mal dazu. So. Dann die andere noch dazu. Wie gesagt, wenn Sie Vanilleschoten nicht wegschmeißen, trocknen. Und diese Vanilleschoten, die getrocknet sind, können Sie mit einem Stabmix sehr schön mit Zucker dann aufarbeiten. Das lohnt sich dann. Hier sehen wir bereits schon die Karamellisierung. Leichter Karamell. Und das beginnt jetzt richtig schön Farbe anzunehmen. Einfach mal runterziehen, damit er nicht zu heiß wird. Dann verbrennt er. Wir sagen immer, der muss einfach ein bisschen braun werden. Aber wenn er so riecht, so bitter riecht, dann ist es schon fast zu spät. Hier sehen wir die Karamellbildung, der als Zucker, der sich jetzt wunderschön auflöst. Und da muss man natürlich immer rühren, dass es auch gesamt sich auflöst. Letztendlich löschen wir, und das hat jetzt etwa 120 bis 130 Grad. Geben wir jetzt Rotwein dazu. Und Sie sehen, wie das Ganze aufsteigt und sich wieder löst und jetzt auch gleich flüssig wird. Wir wollen das flüssig machen, dann reduzieren wir das wieder ein und lösen diesen Karamell auf, sodass er wieder dickflüssig wird und geben es in diese Formen rein. Also, Sie sehen jetzt also, das wird jetzt alles dickflüssig. Löst sich noch nicht ganz auf, das können wir noch ein bisschen weiter, dann machen wir noch ein bisschen Rotwein dazu. Wir wollen ja schön, dass es sich alles auflöst. Währenddessen können wir schon mit dieser Mazerierung bzw. den Filets beginnen. Hierbei kochen wir diesen Kram auf, geben da etwas Puderzucker noch zu und natürlich diese Aprikosenmarmelade. Der Vorteil ist einfach, das hat einen schönen Schmelz und eine Verbindung zu dem Grapefruit, also ideal sind. Hier sehen wir, dass sich das noch lange nicht auflöst. Kammer, es wird jetzt sämig. Und so soll es auch sein. Der verlöst sich auch auf. So, und jetzt kommt die Sahne. Denn wir müssen ja den Karamell fertig machen, beziehungsweise den Flan fertig machen, den wir mit Ingwer aufkochen. Wir kochen das Ganze auf und lassen das eine Weile ziehen. Das können wir hier hinten machen. Ja, dann kochen wir das Ganze runter und melden uns gleich in ein paar Minuten wieder. Ja, Karamell ist jetzt richtig einreduziert, richtig konstant. Und jetzt gießen wir diese Förmchen voll. Einmal Karamell voll. Ist ja abgelöscht mit Rotwein, sodass wir das Ganze auch dementsprechend gießen können. Also, wie gesagt, Karamell vollgegossen, wird fest. Hier haben wir jetzt die Sahne aufgekocht mit etwas frischem Ingwer. Gießen das da durch, geben dann die Eigelbe da unter,
die also später auch die Bindung bedeuten. Gießen das Ganze voll. Und geben das in den Ofen bei 120 Grad ca. 40 Minuten. Das haben wir natürlich einen Tag vorbereitet. Es liegt einfach daran, dass wir, nachdem es gegart ist, auch abkühlen muss. Wie gesagt, man soll es einen Tag vorher dann zurichten. Dann geht es eben halt weiter. Den müssen wir mal sauber machen. Hier haben wir jetzt die Mazerierung, und zwar eben aufgekocht. Die Aprikose mit dem Limonsaft, mit dem Grapefruitsaft, mit der Vanille, und geben die Grapefruitlis da rein. Schwenken das Ganze durch und schon haben wir die ganze Mazerierung fertig. Jetzt bräuchte ich noch mal ein kleines Messer, das haben wir hier auch, um das anzurichten. Dann gehen wir mit dem Messer an der Seite rüber, ziehen das einmal rum und, wie es so schön ist, das ist ein perfekter Karamellflan. So sieht das Ganze aus. Und dazu unser Grapefruit-Ragout. Wichtig ist einfach wirklich bei diesen Karamellflan, dass es langsam im Ofen gart. Das heißt also, wenn es zu heiß wird, dann schlagen Blasen. Dann hat er nicht diesen Schmelz, diesen Gaumenschmelz. Das braucht er einfach. Und dann geben wir noch ein bisschen Minze dazu. Wir wollen es ja ein bisschen dekorieren. Ja, ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit meinem Ingwer-Karamellflan und einem Ragout von Grapefruit.